Im heutigen Video geht es um den sogenannten Sing-auf-Rumeland-Sängerstreit, der sich scheinbar an zwei Rätseln und der damit verbundenen Herausforderung um das Konzept von Meisterschaft entzündet. Ich werde hier nicht noch einmal diskutieren, warum die Strophen S3 und S4 im Sing-auf-Ton als zusammengehörig betrachtet werden können. Freimut Löser hat dies in seinem Beitrag zum Rätsellösen noch einmal konzise dargelegt, wobei die einzelnen kohärenzstiftenden Elemente sicher eine nähere Betrachtung wert wären, ohne das Gesamturteil zu stürzen. Auch, dass die beiden Folgestrophen S5 und S6, obwohl im Sing-auf-Ton Rumelands, zugeschrieben werden können, wie schon eine alte Hand in der Jenaer Liederhandschrift am Rand bemerkte, darf heute als Konsens gelten und braucht an dieser Stelle nicht noch einmal verifiziert werden. Von Sing-auf selbst stammen sie wohl jedenfalls aus inhaltlichen Gründen nicht. Möglich wäre noch ein unbekannter weiterer Dichter. Dass die Strophen unter dem Namen Sing-auf überliefert sind, liegt an der Anlage der Jenaer Liederhandschrift, die nach Tönen ordnet. Die ersten beiden Sing-auf-Strophen lassen sich mit verschiedenen Definitionen als Rätsel definieren. Sie entsprechen typischen formalen Wiederholungen, verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten. Physische Beschaffenheit, der Herkunfts- und Aufenthaltsort des zu Ratenden werden aufgezählt. Sie enthalten uneigentliches Sprechen sowie eine Rateaufforderung und den Begriff des Wunders. Die einzelnen Elemente lassen sich zusammentragen, gemeinsam ergeben sie einen Text, der den Rezipienten ohne weiteres als Rätsel erkennbar ist und die Herausforderung zum Raten als solche verstehbar. Die Strophen selbst überliefern keine Antwort, sind aber wohl nicht sehr schwer zu erraten, zumal es Ähnliches in der sonstigen Rätselüberlieferung gibt, wie Löser zusammenträgt. Die in der Jenaer Liederhandschrift folgenden beiden Strophen im gleichen Ton wie die Rätselstrophen enthalten zunächst eine Erläuterung zur Mutter Adams sowie eine offene Kritik an der von Sing-aufs Rätsel aufgeworfenen Behauptung, das Lösungswort, das mit der Schlaf benannt wird, sei so alt wie der Mensch selbst. Zwei weitere Strophen, die in Rumelands Ton verfasst sind und daher in der Jenaer Liederhandschrift auch im Autoröuvre Rumelands stehen, nehmen zunächst im ersten Teil die Herausforderung Sing aus. Ein Meister müsse sich von drei weiteren helfen lassen, um das oder die Rätsel lösen zu können, zum Anlass, um sich über die Selbsterhebung des Dichters Sing aus zu empören und seinen Namen zu verspotten. Sie wird mit der Hauptsünde der Superbia identifiziert, die es dem Dichter wie Luzifer ergehen lassen wird. Im zweiten Teil wird die Herausforderung als solche nicht mehr kritisiert, sondern angenommen. Vier Dichter werden benannt, die Sing-aufs Kunst überbieten. Die Lösungen der Rätsel hatte allerdings Rumeland selbst schon zuvor in Sing-aufs Ton vorgelegt. Diese vier Dichter werden nun von Rumeland Meister genannt. Wer aber sind denn nun eigentlich die besten Dichter? Oder wer ist der Beste? Der wichtigste Überlieferungsträger für Sangsprüche ist die Jenaer Liederhandschrift. Wachinger, wie auch Löser, in dem dieser Horst Brunner zitiert, vermuten hinter der Erwähnung der eher unbedeutenden Meister Höllefeuer und der Unverzagte persönliche Beziehungen Rumelands. Zum Vergleich: Von Rumelands sind 107 Spruchstufen überliefert, von Meißner sogar 128. Von Höllefeuer aber nur 7, vom Unverzagten immerhin 22. Von Konrad von Würzburg, der eher durch seinen Minnesang, seine Epik und seinen Marienleich die goldene Schmiede bekannt war, aber trotzdem etwa 70 Spruchstrophen, obwohl die Grenzen zum Minnesang bei vielen Strophen derart fließend sind, dass sie nicht eindeutig den Spruchöhre zugerechnet werden können. Vom Kontrahenten Sing-auf, an dem sich Rumeland abarbeitet, sind insgesamt sogar nur 4 Spruchstrophen überliefert, worüber sich in dem Zusammenhang und von den zitierten Philologen eher wenig gewundert wird. Die Überlieferung der 6 beteiligten Sänger ergibt also ein sehr inkohärentes Bild, von dem jedenfalls kaum auf die tatsächlich zeitgenössische, empfundene und oder propagierte Meisterschaft und einer inneren Rangordnung geschlossen werden sollte. Neben dem immer anzunehmenden Überlieferungsverlust muss bei einer solchen Einschätzung der Popularität und der daraus abgeleiteten Hermeneutik der Nennung von Dichterkollegen, wie sie Burkhard Wachringer, Horst Brunner und Löser nahelegen, immer bedacht werden, wie fließend die Gattungsgrenzen gewesen sind und wie wenig im Oeuvre eines Dichters zwischen Lyrik und Epik, zwischen Minnesang und Spruchdichtung unterschieden wird.
Das haben wir ja schon im Literaturexkurs in Gottfrieds von Straßburg-Tristan gesehen, der seine Kunst und sein wie auch immer geartetes Stilideal ganz selbstverständlich in den Kontext von Epik und Lyrik stellt. Dass es sich also bei den Dichtern Höllefeuer und dem sogenannten Unverzagten, ob der geringen Überlieferungsmenge von Spruchstrophen, um zeitgenössisch eher unbedeutende Dichter gehandelt habe, ist genauso wenig ausgemacht, wie das Singauf eine besonders schillernde Persönlichkeit gewesen sein muss, weil Rumeland auf ihn Repliken gedichtet hat. Es mag sich genauso gut umgekehrt verhalten haben. Was würde es denn für den Status des Streits als existenzielles Handeln bedeuten, wenn sich Rumeland, der selbst, gemessen jedenfalls an der Überlieferung, als einer der herausragendsten Spruchdichter seiner Zeit gelten muss, von einem Underdog wie Singauf derart herausgefordert gesehen hat, dass er nicht nur vier Entgegnungen in Singhaus Schrätzelstrophen dichtete, sondern vor allem auch gleich zwei davon in Singaufs eigenem Ton? Sicher könnte man diese Tonverwendung auch als Teil der Polemik interpretieren. Das wäre auch nicht ungewöhnlich. Man kennt das auch aus anderen Konstellationen. Eine solche Polemik würde aber wiederum nur funktionieren, wenn das Publikum den Ton als denjenigen Singaufs auch wiedererkennen würde, was eine gewisse Bekanntheit voraussetzte. Oder ist nicht vielmehr auch der Status des Streits als solcher zu überdenken? Wachinger und andere, vor allem aber Löser, wird mit dem Vergleich der Formulierungen in Sangspruchstrophen anderer Övres vor den ausgerechnet die des Wartburgkriegs herausstechen, erwägen, dass der Streit zwischen Singauf und Rumeland eine reine Erfindung gewesen sei. Was genau bedeutet das aber? In Meister Singauf gegen genauso eine fiktive Sängerfigur wie Klingschor im Wartburgkrieg, der seine Existenz Wolframs von Eschenbach-Parsival verdankt, oder ist nur der Streit zwischen einem realen Meister Singauf, von dem in der Jenaer Liederhandschrift ja schließlich auch noch Strophen mit ganz anderen Spruchthemen wie der Bitte um Entlohnung und Tadel fehlender Freigebigkeit überliefert sind, und Rumeland von Sachsen reine Inszenierung? Oder waren sie in Wahrheit beste Freunde? Diese Annahme wurde auch schon für andere Konstellationen erwogen, berühmtestenfalls für die Polemik Gottfrieds von Straßburg gegenüber Wolfram von Eschenbach im Literaturexkurs des Tristan, in der sich Gottfried über die ostentative Obskuritas der Erzählweise Wolframs echauffiert, dies aber in ebenfalls so ausgestellt dunkler Metaphorik, dass von der Polemik nur noch ein ironisches Substrat übrig zu bleiben scheint. Welche Folgen hat das? Nun, was die Rätselaufforderung angeht, verlöre sie ihre unterstellte Existenzialität und den motivationalen Charakter für eine Replik. Die von Wachinger herausgearbeitete und von Löser unterstrichene besondere Prägnanz der Herausforderung, nur vier besonders kluge Meister könnten das eine Rätsel, das Sing aufstellt, lösen, wäre schon Teil der Inszenierung und damit Aufschlag zu einem fiktiven, agonalen Spiel, an dem sich Meisterschaft nicht aber erst erweisen oder abgewiesen werden müsste, sondern das deshalb gespielt wird, weil die Teilnehmenden bereits ebenbürtige Meister sind. Agonale Spiele funktionieren nämlich, das hat Roger Caillois spieltheoretisch herausgearbeitet, nur auf der Basis maximaler Ebenbürtigkeit, am augenfälligsten realisiert, im Konzept des Handicap, beim Golf. Damit verbunden ist die Frage, wie sich also Meisterschaft in dem für die Sangspruchdichtung und ihre Rätselstrophen im besonderen interessierenden Sinne überhaupt definiert. Rumeland gibt zwei Kriterien an: Buchgelehrsamkeit und Sangeskunst. Ich komme gleich darauf zurück. Meister ist aber vor allem erst einmal derjenige, der sich Meister nennt und genannt wird. Damit verhält es sich ebenso wie mit der Kunst auch. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist ein moderner, populärer Ausspruch, der genau das ins Wort fasst. Ob etwas als Kunst oder wertloser Abfall gelten darf, ist eine Sache der Zuschreibung und dessen, der zuschreibt. In der Sangspruchdichtung kommt sowohl die Selbstzuschreibung wie die Fremdzuschreibung als Meister vor. Singaus Strophe 3 beginnt mit der Herausforderung an einen durchgründig Meister, der aber, um das Folgende zu erraten, noch dazu die Hilfe von drei weiteren klugen Meistern bedürfe. Es handelt sich immerhin um eine implizite Selbstzuschreibung Singaufs als Meister und eine Aussage über den eigenen Platz in einer imaginären Rangordnung, denn vom Rätselsteller wird grundsätzlich erwartet, dass er das Rätsels Lösung kennt, selbst wenn er das Rätsel nicht erdacht hat. In beiden Fällen steht Singauf als ein Meister da, der die Macht von insgesamt vier Meistern hat. Und genauso hat Rumeland ihn ja auch verstanden.
Rumeland nimmt also die Selbstzuschreibung Singaufs als ein Meister aus vier ernst. Singuf, Singabbe, Singhin, Singher. Und weist ihn außerdem nicht nur als Rätselsteller, sondern als Rätselerfinder aus, wenn er konstatiert, sinliert ist falsch, das ist gespürt. Die Lösung des ersten Rätsels, der Schlaf, der Slav, lässt Rumeland nonchalant nebenbei fallen, als wäre sie die einfachste von der Welt, nachdem Singauf behauptet hatte, vier von seinem Kaliber wären notwendig, um sie herzuergründen. Das ist eine überzeugende Strategie Rumelands, sich in die Reihe von herausragenden Meistern zu platzieren, ohne selbst dem Vorwurf der Hochfahrt anheimzufallen, den er am Schluss an Strophe 8.2 gegen Singauf vorbringt. Die Reihenfolge der ersten zweistrophigen Rumeland-Replik S5 und S6 auf Singaufs Rätsel S3 und S4 ergibt sich aus dem Zusammenhang der Erläuterung zur Erde als Mutter Adams. Der erste Mann wurde aus der Erde Hebrons erschaffen, in die er bei seinem Tod wieder einging. Dies entspricht einer durchaus gängigen Ansicht, auf die sich Rumeland hier beruft. Der Beginn der zweiten Rumeland zugewiesenen Strophe im Singaufton beginnt mit Singuf, für Meister hat bekürt, der hat in sie im Sand beschürt, zeraten in dem Sande und nimmt damit Bezug auf den ersten, auf den Inhalt der ersten. Der Sang, der im Sand vergraben ist und der von den Meistern erst ausgebuddelt werden müsse, ist wohl nicht nur eine Metapher für die dunkle, enigmatische Rede, die man erst ans Licht bringen muss, um sie zu verstehen, sondern bezieht sich auf den Umstand, dass Adam aus der Erde Hebrons geformt worden sei und damit auf die Kritik an dem Rätsel Singaufs, dass dieser falsch gestellt habe. Diese beiden Strophen beziehen sich also auf inhaltliche Details des Rätsels, ohne groß auf die Herausforderung am Anfang von S3 einzugehen und sich gar über sie zu empören. Das zweite Rätsel Singaufs, deren Lösung von der Forschung, wie der auch ja bei Freimut Löser mit Weisheit angegeben wird und sich über die Weisheitsdefinitionen in den salomonischen Weisheitsbüchern ergebe, wird ebenfalls nicht als eigentliche Lösung präsentiert, sondern wird als die Appropriation Gottes genannt, die Sapientia, die in Christus inkarnierte theologisches Basiswissen par excellence, für welches keine eigene Buchgelehrsamkeit vonnöten ist. Nach Löser wird auch noch ein zweites Lösungswort angegeben, der Glaube. Mit dem Glauben ich hier bin, heißt es in S5. So stehen Weisheit und Glaube einander gegenüber, wie Schlaf und Sünde in der zweiten Replik in Rumelands Ton, wie Löser rekonstruiert. Ich finde das sehr überzeugend. Wie passt dann aber die Buchgelehrsamkeit dazu, die Rumeland bei der Berufung auf die vier Meister, die Singauf entgegentreten und übertreffen sollen, gleich zweimal erwähnt? Die genannten Meister, die Meißner, Konrad von Würzburg, Höllefeuer und der Unverzagte, scheinen außerdem in einer Rangordnung zu stehen. Der zuerst genannte Meißner, der kann me und leset in Buche. Er entspricht den durchgründig Meister des ersten Verses von S3. An seiner Seite stellt Rumeland zuerst Konrad von Würzburg, weil er der beste Singer einer sei, wobei es vielleicht dezidiert auf die Musikalität seiner Sangeskunst ankommt, die auch von anderen Dichtern an Konrad besonders hervorgehoben wird und weil er der Schrift in Burchenkunde hat. Auch hier ist also grundsätzlich Buchgelehrsamkeit das Meisterschaft ausweisende Attribut, wobei, da Konrad nur als Helfer des Meisters eingeordnet wird, diese hinter der Sangeskunst zurücktreten mag. Das Studium der Bücher macht Konrads Dichtung aber besonders reine, makellos im Sinne von fehlerlos. Ganz anders als Singauf, der nicht einmal weiß, dass Adams Mutter die Erde und der Schlaf erst mit der Sünde geboren wurde. Dass sich der Meißner und Konrad von Würzburg, geht man nach dem Inhalt einiger ihrer Lieder, ebenfalls nicht grün waren, also im Sängerstreit miteinander lagen und sich Wortgefechte lieferten, scheint Rumeland nicht zu stören. Dies mag daran liegen, dass die beiden gerade deshalb als Meister galten, weil sie sich gegenseitig zu dichterischen Höchstleistungen angestachelt oder auch hier, ich tendiere stark zu dieser Deutung, nur eine spielerische Inszenierung als besonderes Merkmal der Kunst und kein echter Streit vorliegt, die der Meisterschaft beider Dichter nicht Abbruch tat, sondern im Gegenteil zu ihrer Aufwertung beitrug. Dann folgen eher neben als nacheinander Höllefeuer und der Unverzagte, mit deren tatsächliche Popularität wir nichts wissen.
Ihnen wird kein weiteres Attribut zugeordnet. Mit Sangeskunst und Buchgelehrsamkeit, wobei letztere in Bezug auf geistliche Inhalte die wesentlichere zu sein scheint, da der Meister mit ihr die Riege anführt, scheint schon alles gesagt. Vielleicht sind dann aber der Glaube an die biblischen Tatsachen wie ihre exegetischen Gemeinplätze sowie die Weisheit als Gottesgabe, als Handreichung an das Publikum zu verstehen, sie stets am Rätselspiel und an den Inszenierungen fiktiver Auseinandersetzungen zwischen den selbst- und fremderklärten Meistern zu beteiligen. Der von Löser behauptete Hermetismus, der aus dem Dialog zwischen Meistern entstünde, scheint nämlich vor allem aus der Überlieferung der Jenaer Liederhandschrift heraus sich zu ergeben, wo auf Singaufs zwei Rätselstrophen zwei jeweils zweistrophige Repliken in zwei verschiedenen Tönen stehen und man, jedenfalls wenn man davon ausgeht, dass S5 und S6 in Singaufs Ton eigentlich von Rumeland stammen, sich also zwei Sänger auf einer Bühne vorstellt, die im wahrsten Sinne verbal miteinander im Clinch liegen, an deren Dialog sich ein Publikum als an einer geschlossenen Aufführung erfreut haben mögen. Realiter mag das aber ganz anders abgelaufen sein und eben nicht nur einmal, denn Überlieferung spricht ja auch für Aufführungswiederholung in von der Entstehung getrennten Zeiten. Wie ließe sich diskutieren?